Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Heute müsste der erste Weihnachtstag sein und ja, wir starten mal weiter durch. Wir hatten es ja. Tonas Haus. Vielleicht finde ich dort etwas Nützliches. Ja. Kann ich hier rein? Sie wurde wohl verriegelt. Da ist die Alte. Ich bin hier ja davor die Folge hier durchgerusht und die Infos. Liegen auf dem Ver Warum lässt sich fallen? Nicht schlecht. Mal sehen, was du zu verbergen hast, Tona. Lol. Eine Menge. Oh. An diejenigen namens Tona. Dir wird aufgefallen sein, dass der beträchtliche viel Silber zu deinem Lager gesendet wurde. König Burkhard will dich um einen kleinen Gefälligkeit bitten, nämlich um deine Augen und Ohren in Hillbroids, also ist unser Dorf. Achte vor allem darauf, ob die Lager, Kessel oder Tempelbuch erwähnt werden. Sollte dieser Ort je Teil der Pläne der Ragnaros werden, lenkt sie davon ab und erstattet der Krone sofort einen Bericht. Wenn du dieses für deinen König tust, werde deine Truhen nur so überquellen. Gezeichnet ein ewiger Diener des Königs von Mercia. Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Anscheinend hat Burgred Tona bezahlt, um die Ragnarsons von zwei Gebieten fernzuhalten. Möglicherweise Burgreds Geheimverstecke. In einem davon könnte er sein. Das hast du nun von deiner Habgier, Tona. Gut, zurück zu den Brüdern. Ja. Da ist müssten da. Hallo. Keine gute Idee, mein Teufel. Hallo. Jetzt kommst du nicht los. Bring die Sau zu Fall. Ja. Ich würde mal interessieren. Ich werde den Ragnar sonst deinen Kopf übergeben. Hä? Ihr müsst doch eigentlich das alles wieder resettet sein, oder wie? Wir haben eine Mahlzeit zusammen. Den war ja gar nicht mal kurz. Hey, was? Ja, hier ist alles besetzt worden. Oh, nochmal alles neu sammeln. Ja, wir müssen alles nochmal, das was wir gesammelt haben, müssen wir alles nochmal neu sammeln. Oh, das ist ärgerlich. Wir hatten so gutes Gold zusammen. Können wir auch ein bisschen mehr hier durchgehen. Hier ist keiner. Augenblick mal. Dein Tod naht. Deiner auch. Lächerlich. So, die ist weg.
Hier gibt's Schlangen. Ah! Hallo. Komm zurück, du Feigling! Ja. Ich bin doch mit meiner Axt noch viel zu langsam. Oh, jetzt rennen wir mal. Einfach. Moin! Das dauert nicht lange. Das auch nicht. Erinnerst du dich an Bragis Doppelstoß? Au. Stopp, du! Au. Mein Zeichen. Zack. Wow. Alle aufgeschlitzt jetzt hier. Alter. Was war das denn jetzt? Okay. Es ist immer so, wenn ich lang spiele, droppen die FPS. Kann ich speichern? Verdammt. Also, sorry, wenn das jetzt hier so ein bisschen ruckelig aussieht. Das sehe ich gerade am Spiel. Das sagt meine Grafikkarte, die ist wahrscheinlich wieder ausgelastet. Und das nicht gerade wenig. Wir gehen jetzt mal zu den Brüdern zurück. Aber war hier vorne nicht irgendwo der Eingang gewesen? Ich bin mal weg. Na komm. Au. So. Kann ich mein Pferd rufen? Hallo! So. Sind ja. Sind ja eigentlich relativ nah. Gucken, ob es geht. Funktioniert sehr schön. Ich habe jetzt so gesehen gerade nur 17 FPS. Vorher hatte ich irgendwas mit 30. Mit 30 geht's ja, aber ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Ich hoffe, es sieht auch noch relativ okay aus. Wenn nicht, sorry an dieser Stelle. Na komm. Moin. Eivor. Hast du etwas herausgefunden? Ja, habe ich. Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da. So schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Gucken, ob ich das Spiel neu starten kann. Ah, sehr gut. Kann ich speichern? Jawohl, kann ich. Nochmal zwei Spielstände. Würde ich sagen, kurz Pause, gleich wieder da.
So, weiter geht's. Grafikkarte hat sich wieder erholt. Er ist ein bisschen warm gelaufen. Quest. Empfohlene Stärke 29. Was haben wir denn jetzt überhaupt zu tun? Die Mauer von Tempelwuch. Sprich mit Sigurd. Was haben wir hier unten noch? Irgendwas Wichtiges? Ja. Auch 130. Sonst haben wir eigentlich. Fahren wir von da aus mit dem Langschiff. Hey, warum schießt du nicht? Ja. So. Ja. Ja, fahr mit dem Boot einfach rüber und gut ist. Obwohl es mit dem Pferd wird es theoretischerweise genauso schnell sein, ne? Obwohl, da würden wir unterwegs halt den treffen. Lol, der ist schwach. Hallo, Ferdi. Reiten wir mal los. Gott, mit dem Schiff wäre das jetzt nicht so interessant, aber auf dem Pferd, ja. Lässt sich auf jeden Fall einrichten. Ja, der kann uns wieder was, wahrscheinlich wieder was zeigen über Geld, aber. Das haben wir alles. Los, Pferd, rennen! Rennen gegen. Oh. Er kann doch nicht mit Stärke 20 sein. Das geht doch gar nicht. Nur rein theoretisch müsste das Pferd jetzt schwimmen können. Tut es. Jawoll. Komm schon. Brennt auch schon wieder was. Das dauert zu lange. Ich brauche mehr Feuer, mehr Öl. Hä? Ich brauche mehr Feuer? Die Trauger ver... Hallo? Bitte, meine Familie, sie sind zu Unrecht gestorben. Öl für das Feuer. Das dürfte reichen. Hilfes Feuer. Ich muss sie verbrennen, ehe sie mein Erbe Trauger wird werden. An meiner zweiten Sohn gehen. Geben, Nicht an brennt. Mein Erbgeborene ist ein Lumpen, um ein Spiel in der Würde es Familienmögen nur verprassen, dass ich. Naja. Stoff. Einen guten. Kann ich mit dir reden? Nö, anscheinend wohl nicht. Hier vorne ist so ein Ritter. Die Schuld, sie lastet zu schwer auf. Du warst das! Stirb! Hä? Au! Ich wollte gerade selber aussteigen. Witz! Was ist mit den Typen falsch? Schwer auf mir. So kann ich nicht weiterleben.
Wo ist das, der Ritter? Ey, ist es der Ritter weg oder was? Ne, da. Ich bezweifle, dass er halt stark ist. Her! Na komm. Auf, das wäre gut. Einmal querfeld ein, passt schon. Oh, geht aber schnell. Oh, Fett hat gleich keine Ausdauer mehr. So. Weiter geht's. Renn. Schön durchs Land. Über Stock und Stein. Schnell mal hier rüber. Ah. Pferd hat schon wieder keine Ausdauer, ey. Ich glaube, das Pferd braucht ein bisschen mehr Ausdauer halt. Gefühlt, aber naja. Wird schon passen. So, wir sind gleich da. Ja. Da drüben oder was? Ah, schaffst du, Pferd? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Du hast dich besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Hallo. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Heiß! Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogrut ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweet. Nach Tameljord haben die beiden sich wohl getrennt. Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweet finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweet zu holen. Möge Odin euch leiten. Jawohl. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Doch, doch. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor. Davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Ich muss mich in Acht nehmen. Geh einfach woanders hin, ja? Ja, will ich nicht. Hä? Wieso greift er die nicht an? Dann lösen wir das mal auf die Wikingerart. Ja, eigentlich nicht. Wir wurden entdeckt halt, das ist doof. Liegt hier vielleicht Loot? Ich will Loot! Looten. Schmeißt. Zu mir, hier! Oh, hallo. Dein Leben. Armbrustschützen? Jawohl.
Oh, ein Hammer wäre auch nicht schlecht. Also Thors Hammer, das wäre echt gut. Hallo! Das wird uns beistehen. Gott, versuche dich! Ja. Du wirst mich nicht los! Zack, zack. Überrumpelt den Hohlkopf! Schön mit den Axtspalten hier. Beide gleichzeitig. Hallo. Vorsicht, Bruder. Ach so. Wir schaffen das. Will ich nicht so. Zack. Ich kann auf der Treppe nicht nach vorne springen. Ich streite für Gott. Ja. Du kannst nicht fliegen. Gott existiert nicht. Ah. Was ist das für einer? Au. Der tat weh. Ja, ihr passt überhaupt nicht auf. Alter. Das Ding ist halt so übel. Ich finde halt, die anderen Waffen sind nicht so. Oh, unser Bruder braucht Hilfe. Hallo. Zurück. Aua. Wieso kann ich den nicht angreifen? Du bist tot. Ah, okay. Oh, Alter. Na, jetzt chill wieder vorgehabt. Ich reiß dich auf. Aha. Echt mal die Nachgeburt. Nein, verfehlt. Na komm. Hä? Zack, vor. Da ist er down. Zerbrochen. Oh, ist, da ist auch noch was. Was ist denn gegen unseren Bruder eigentlich hier? Leichten Pflaster an seinem Weg oder was hier? Aber. Ist das so schwer, den zu töten, Bruder? Klopf. Wir werden es kaum unbemerkt durch diese Tür schaffen. Dann den alternativen Weg, würde ich sagen. Oh. Ich merke schon, bin schon wieder bei der Zeit. Wir sagen, hängen wir hier noch ein bisschen rum und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao.